Tag, guten Morgen. Ich bin bei der Staustufe Hohenfurch, die Staustufe 7. Und da war ich ja schon beim letzten Mal, aber da habe ich sie ja nur angefahren. Immer schaue ich, dass ich sie ganz schaffe. Bin auch früher dran. Habe auch gut was zum Essen und zum Trinken dabei. Das müsste jetzt klappen. So, gut reingekommen und hier bin ich hier mit einem neuen Kajak unterwegs, was ich noch sagen wollte, eine Wohltat, wenn man einmal das Bessere gewöhnt ist, ja, dann erschrickt man beim Vorgänger wirklich. Okay. Wir sind an der Stelle, wo der erste Bach einmündet, mit dem Haus da oben. Ups, ja, merkt gewaltig, der Lech hat mehr Wasser als letzte Woche. Ich bin jetzt gerade mit Ach und Krach bis zu der Kiesbank gekommen, wo wir letztes Mal Pause gemacht haben und dann umgedreht sind. Die Strömung ist heute mal einige stärker. Ich kann nur mal hoffen, dass es nach der Kiesbank in der Lech ein bisschen breiter wird dadurch. Etwas leichter geht. Schauen wir mal, wie weit ich komme. Oh, hurra! Hinter der Kiesbank geht es wieder ein bisschen besser. Seit der Kiesbank paddel ich auf der linken Seite und hier haben wir einen Biberbau, aber der ist wohl schon etwas älteren Datums. Ein wenig größer, der geht da im Wald noch ein bisschen weiter. Aber sieht man kaum durch die Bäume durch. Wenn wir hat da drüben ein kleines Altwässerchen, aber das schauen wir uns dann noch im Rückweg an. Hier hat eine geschützte Bucht. Schauen wir mal, ob wir da rein können. Können wir ein bisschen ausruhen. Oh, angelandet. Und dann gehen wir ein bisschen ausruhen. Muss man ausnutzen, wenn es hier was hat. So, gehen wir beim Rausfahren nicht gegen die Lorelei. Das Lecksknall. Hier ist mitten im gefühlten Nirgendwo ein Steg mit einer kleinen Hütte. Und hier sieht man auch den Grund der heftigen Strömung. Das Wasser schießt übers Wehr drüber. Wenn jemand weiß, für was dieser riesen Brutkasten da ist, bitte Bescheid sagen.
Boah, also das war ein echt sehr anstrengendes Stück, bis zum Landungssteg zu kommen. Wir sind ausgeruht und jetzt machen wir uns auf den Rückweg. So, das Fit schaut dieses Boot nicht mehr aus. Schau mal, ob wir da hinten reinfahren können. Leider komme ich nicht weiter. Hier wird es einfach zu flach. Hier sind wir wieder bei der großen Kiesbank. Kameraden sind da, heute früh, weil der Baumstamm da verwaist. Wir haben einen Ausgangspunkt zurück und diesmal wirklich das neue Kajak rentiert. Mit den alten wäre ich nicht weit gekommen. Da wäre ich nicht einmal bis zu einer Kiesbank gekommen, wo wir diesmal umgedreht sind. Also, das war echt sehr lange, ziemlich heftige Strömung, aber geschafft. Das haben wir heute früher noch gemeint, man könnte da rechts vorbei paddeln und auch ich letztes Mal da war. Und jetzt ist eigentlich viel mehr Wasser im Lech und es ist weniger Wasser drin. Aber vielleicht schaffen sie Platz, weil so Montag, Dienstag soll das Wetter etwas unfreundlich werden.
Nur gut, dass ich heute früh nicht hierher geschaut habe. Dann hätte ich mir wahrscheinlich anders überlegt und wäre wieder zurückgefahren.